Ich habe bei Udo unheimlich viel gelernt. Es ist für mich ein großes Glück, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich das, was ich mache, dass ihm das auch gefällt. Das war immer wichtig. Ich würde ihm immer gerne aufhelfen, wenn er kniet. Aber dann muss ich ja spielen. Das wäre eine nette Geste, aber es geht nicht. Und solange soll er auch nicht da knien, bis ich fertig bin. Carola Kretschmer backstage vor dem Udo-Konzert. Schon Stunden vor der Show muss sie zum Schminken und Stylen da sein. Carola kennt das alles mit ihren 68 Jahren. Sie gehört seit frühesten Zeiten zu Udos Panikband, hat den Erfolg von Anfang an miterlebt. Das war es eigentlich, das Leben. Für mich diese 8 Jahre des allmählichen Erfolges miterleben zu können. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Damals ist Carola allerdings noch Thomas. Ganz der harte Rocker in Lederkluft und langen Haaren. Thomas ist damals bereits als Profimusiker unterwegs, begegnet 1972 Udo in Hamburg, wird zum Gitarristen in dessen Panikband. Aber er merkt schon früh, dass er im falschen Körper geboren ist, eigentlich lieber eine Frau wäre. Ich habe lange dazu gebraucht, dazu zu stehen. Und ich habe mich auch gar nicht, ich wollte es auch gar nicht. Wer will denn sowas? Wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich am liebsten ganz normal, ganz völlig normaler Mensch gewesen. Es ist ja nicht so, dass man sucht sich das ja nicht aus. Ne? Das ist ein schwerer Weg. Auch der Selbstbehauptung, ne? Ja? So im sozialen Umfeld und so. Und dann ging sie ja auch nach Heimsheim, nach Baden-Württemberg. In Hamburg ist es vielleicht easier, aber so in so einer kleinen Gemeinde ist wahrscheinlich doch, man muss sich da doch sehr stark, sehr power, sich da durchkämpfen. Ne? Und Thomas kämpft. Quälerische Jahre des Selbstzweifels folgen. Depressionen, Alkohol, Selbstmordgedanken. Dann schließlich der erlösende Schritt. Thomas entscheidet sich Ende der 90er für eine Geschlechtsumwandlung, ist seitdem Carola. Der Weg vom Mann zur Frau, für sie bis heute eine große Befreiung. Der Sinn meines Weges ist der Sinn, letztendlich meine innere Ruhe zu gewinnen. Fertig. Meine grauen Zellen haben sich dadurch nicht verändert, meine Denkungsart auch nicht. Dennoch ist der Schritt Carolas damals auch für Udo nicht einfach. Ab 1980 gehen sie musikalisch getrennte Wege. Udo macht mit seinem Panikorchester weiter. Carola arbeitet derweil in anderen Bands. Seit 2004 stehen sie nun aber wieder zusammen auf der Bühne. Und Udo weiß, was er an Carola hat. Sie rührt ja die Menschen zu Tränen. Die Leute sind ja völlig fertig, wenn sie spielt. Ne? Das ist ein Klang, den sonst niemand spielt. Auch weltweit nicht. Das ist einzigartig. Und ich bin so froh, wir sind alle sehr froh, dass sie Carola bei uns in der Band haben. Heute zieht sich Carola zwischen ihren Auftritten gerne zurück nach Heimsheim bei Leonberg. Seit vielen Jahren lebt sie hier und genießt die Ruhe und die Natur ringsrum. Der Spaziergang mit ihrem Hund hoch hinauf zu einem Aussichtspunkt über der Stadt ist deshalb auch ihr Lieblingsplatz. Das ist mein Leben. Das ist der Grund, warum ich auch nicht so gerne in einer Großstadt lebe. Jetzt will ich mehr oder weniger meine Ruhe in jeder Beziehung eigentlich.